Also, wer ist denn das hier, Bruder? Geil. Nicht schlecht. General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten 141 sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Ja, ja. Okay. Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR-Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet luftnahe Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Ah, machen wir mal diesmal auf Luftunterstützung, oder was? Oh, das ist geil. Ich hoffe aber, dass ich trotzdem ein bisschen mitwirken kann. Ja, der Bre braucht ja einen Pool auch noch, na sicher. Ja, verstehe ich, der Arme. Der braucht einen Pool, der braucht einen guten Garten und alles. Ja. Scheiß Theorist. Ich suche doch immer meine Leute. Ah, da bist! Servus! Bestätigt. Shadow 1, Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen, wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. TV, scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Da gehen eh schon welche spazieren. Keine Wache, keine Waffen. Nicht Hassan. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. Zivilisten in der Gegend. TV verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Seht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scannt weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Shadow 1, wir haben Ziel im Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. Das sind Bauern. Konzentriert euch auf das Gewächshaus. TV auf diese Gruppe ranzoomen. Ich will Identifikation von Hassan. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Armee-Konvoi holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden, nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 mm, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Machen die was oder nicht? Der führt schießen? Das dauert anscheinend ein bisschen, bis der mal ankommt. Super. Wie war das nochmal mit nicht Gebäude? Meiner nur! Der ist komplett am Arsch. Ah, wo hat sich denn da noch so einer versteckt? Wo ist denn da noch einer? Nicht, dass da irgendeiner zu einer hingeht, gell? Muss ich aufpassen. Ganz gefährlich. Ah, da ist er. Naja. Hoffe ich mal zumindest. Ja, ich glaube, der muss Meier sein. Der ist weit geflogen. Sehr, sehr weit. Alter, ja, von der Position aus kann ich nicht abschießen. Das ist voll Trotteln. Das ist dann lustig. Er muss sich schon mal wieder zeigen. Fliegst du vielleicht ein bisschen schneller, Digi? Das wäre super. Das wäre wirklich super. Flieg ein bisschen schneller. Ein bisschen.
Ein bisschen. So, die Kasten nicht das Gebäude. Feuer frei. Nicht auf die Gebäude feuern. Getroffen. Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. Na, nix. Kann nix sein. Na, kann nix sein. Alles gesäubert, alles wohl brav. Alles extrem brav. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht, weiter. Shadow 1, wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Hey. Ich würde gern da unten mitmischen, irgendwie. Vorstoß. Machen Sie, machen Sie! Auf Flüchtige achten. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade aus dem Stand. Das ist ein bisschen zu spät, Haberer. Ein bisschen definitiv zu spät, Frau Kim. Ihr flüchten, dann sicher schieße ich auf die, was flüchten. Vorstoß. Sorry. Bisschen Luft dabei gewesen. Na, Alter, dann sicher durch auf die Flüchtigen schießen. Aber, Alter. Sind deppert. Ist er wirklich deppert, Alter. Alter, also, schaut schon wieder anders aus. Ah, der zum Beispiel. Naja, der da Waffen. Ich muss aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Passt. Wort. Ah, der hat so einen Klick. Wie viel darf jetzt auf das Gebäude feuern? Ich mach's jetzt einfach. Da müssen so viele sein. Bist du deppert? Alter, wir können nicht zivil. Alter, das schaut für mich alle gleich aus, sagen wir nicht ab. TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt, Sekunde. TV, Gewächshaus-Gang. Wir müssen Hassan identifizieren. Nicht die Gebäude angreifen. Tja, das ist lustig. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Na endlich! Da haben wir wenigstens ein bisschen Action hier! Wichtig und richtig, Alter! Na endlich, Alter! Aber da kommt, der darf gar nichts mehr machen! Wir haben da schon langsam Sorgen gemacht! Der ist doch fix da, der ist im Pool schwimmen. 100%. Mach das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07 bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Na, da rennen eh schon mal die Zivilisten weg. Müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Passt. Wasserturm ist mir safe erledigt. Sehr gut. Passt, sehr gut. Den haben wir dann auch gleich. Aber wir so, dreigt schon dazu. Guck. Mhm. Wichtig und richtig. Was? Da noch. Aber wir, warte, so ein kleines Tänzchen zu hinher, das wär's. Glaub, schaut gut aus. Kann nur komischerweise nicht mehr in die andere Sicht umsteigen, aber ja, es sieht gut aus. Nein, ich kann nicht mehr in die andere Sicht, komisch. Gesichert. Ghost, da regt sich nichts mehr. Wie ist euer Status? Ihm geht's gut. Die Kugel steckt im Panzer. Bestätigt. Gut, dass du besser zielst als die. Verstanden, 07.
Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft uns Zugang, ja? Wir machen euch die Tür auf. Sekunde. TV schießt eine Rakete oder 40 mm auf das Tor. Schütze! Bitteschön. Bumm. Die 40 mm voll war. Ihr könnt weiter. Verstanden. Rücken vor. Feindliche Einheiten auf dem Hof. Gib unseren Leuten Feuerschutz. Was? Na endlich! Na und was ich für einen Feuerschutz geben werde! Digi! Leck mich am Arsch! Warte, ist auch noch einer. Warte, da fliegt gleich mal was. Da fliegt auch gleich was. Alter! Scheiß auf diese verfickten Gebäude! Ja, dann musst du es doch selber machen. Sei mal nicht hab. Aber jedes Mal auf diese scheiß Gebäude warten oder fickt's euch. Ghost, keine Bewegung registriert. Verstanden. Wir rücken jetzt zum Eingang vor. Roger, wir sehen euch. Achtung, Konvoi ist 30 Kilometer entfernt. Beeilt euch. Bestätigt. Alejandro, was ist mit der Exfiltration? Noch 5 Minuten. Das wird knapp. Also dann tun wir's. Brechen durch. Ah, Urfa, ich will da Urgemiet mischen. Zielperson möglicherweise identifiziert. Ja, es könnte schon möglich sein. Ja, es könnte schon sein. Ich hab mir gedacht, ich helfe ja nochmal, so nein, fickt's euch. Wenn ich das Gebäude schieße, will ich schieße aufs Gebäude. Das braucht man nicht zweimal sagen. Das braucht man nicht zweimal sagen. Sind das meine? Dann sind sie weg. Wenn es nicht meine Leute sind, sind sie alle am Arsch. Ja, ich sehe es da wenigstens blinken. Das ist gut. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Weiß ich wenigstens schon mal Bescheid. Ah, gut, dass ich kurz Pause machen kann. Weißt du, was mich jetzt gerade abnormal abfuckt? Oder besser gesagt, man hätte das mit dem Flieger definitiv, also die Luftunterstützung hätte man definitiv bei einer anderen Mission, wenn man das unbedingt rein hätte wollen, reinbringen können. Aber bei so einer wichtigen Mission, dass du so einen Gegner schnappst, da will ich dabei sein, wie ich den Typen einen in die Fresse hau und dann am Ketten anlege und mitgenommen wird. Alter, das ist... Ah, das sollte nicht sein. Das sollte so nicht sein, sorry. Das muss jetzt gerade sein. Das ärgert mich gerade so dermaßen extrem. Ich will den Typen einen in die Pappen hauen, am Knack nehmen und er... quasi ins Auto schleifen, Alter. Ach, schade. Schade, schade, schade. Köder auswerfen und dann Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh,
Ich liebe diesen Scheiß! Und Funkverbindung zum General. Chat. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung. Wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Nähern uns einer Stadt im Norden. Warten ab. Achtung, Verbündete haben auf der Straße gehalten. Alle Einheiten, was dauert denn da so lange? Shadow 1, Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte Kartell sein. Markieren jetzt. Okay, wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV, Sicht auf die Tankstelle. Pronto. Alter Abist. Tankstelle, 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 Tankstelle! Sicht bestätigt. Navigation, Overlay-ID auf Tankstelle platzieren. OID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Scan nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Keine Waffen gesichtet. Mehr Unbekannte südlich der Tankstelle. Was haben wir denn da? Aus wie ein Markt. Okay, Overlay-ID platziert. Haben wir Feindaktivitäten? Negativ. Scheint alles sicher zu sein. Packen wir die Sache an. Alle Einheiten, keine sichtbaren Gefahren im Gebiet. Wollte gerade sagen, so, was ist mit den anderen Sachen da? Verstanden, wir rücken aus. Rodolfo, los geht's. Alle Shadows, Bodenteam ist in Bewegung. Gebt ihnen Deckung. Ich sehe schon mal den ersten Laufen. Ui, ui, ui. Was zum Henker treibt er da? Shadow 1, wir haben hier ein Problem. Geh aus dem Weg. Rodelo, Rodelo, fahr herum. Das war mal wieder so klar. Raus, raus. Bewaffnete an der Kreuzung. Verdammter Hinterhalt. TV an den Abzug. Schützt unsere Leute. Darf ich jetzt endlich mal schießen? Nein, weiß ich nicht. Da kommen wir jetzt genug für Verluste. Alter, mit den Scheißdingern da kann ich niemanden töten, Alter. Weg damit! Finde ich so geil, wenn sie hier so wegfetzt. Wo? Ah, das kann man uns schon früher sagen. Sehr gut. Alter, der schießt von 20 Kilometer. Endlich darf ich mal hinten auch mal machen, hätte ich gesagt gehabt. Na endlich, Alter, na endlich. Auf die Kirche wird ein bisschen sehr schwer. Bist du Depper, da kommen Leute. Havara! Havara! Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts mehr, dass die da rauskommt ohne her. Ich glaube nicht, dass das ohne. Ne, wird nichts. Wird nichts, das sage ich. Burschen, könnt ihr es vergessen. Alter, bei dir fetten Menge an Gegnern, Avara! Alter, Vater, bist du deppert! Da wurdelt es an Gegner, bist du deppert! Ich würde gerne die Tankstelle kaputt machen. Ich würde gerne ein richtig fettes Kaboom machen. Das ist einmal komplett am Arsch. Die überfahrt alle, komischerweise. Oh, den habe ich noch irgendwie schön getroffen. Sehr, sehr schön. Bist du deppert? Bist du deppert? Der Vieh auf das alles drauf schießen, ich schieße einfach. Das kann ein schönes Kaboom werden. Ja, genau, endlich. Damit bin ich wieder zufrieden.
Wenn ich das machen darf, der hätte nicht einfach mal was kaputt machen, Alter. War schon langsam ein bisschen an der Zeit hier, das gibt's ja nicht. Zurück am Abzug. War wirklich schon langsam Zeit. Guter Einschlag. Aktuell keine Aktivität. Bravo 07, Shadow 1, alle Ziele in Sicht ausgeschaltet. Achtung, Vorräte sind knapp. Munition sparen, Sergeant, Status? Hassan ist sicher. Und er ist immer noch ein Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kriegswaffen. Bravo 7-1, Erlaubnis Hassan das Brandstoffen erteilt. Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwest. Beschuss! Südwesten! Ah, dann noch. Oh, okay. Ein Büste, Eppert. Von der Wein, Alter. Bist du narisch? Bist du narisch? Guter Angriff. Ah, danke. Weißt du nicht, ob der da. Boah, der eine Schuster. Nein, nicht umgeh! Bist deppert, nicht umgeh! Bist du deppert, da wurdelt schon wieder! Haverer! Haverer! Leck mir am Arsch! Bist du deppert, da kommen! Frag mich nur, von wo die jetzt kam. Das geht's mal. Alter Scheiße. Verstanden. Sie schicken alles, was sie haben. Wir setzen der Korruption nur einen Nachmittag ein Ende. Noch drei Magazine. Ich hab noch zwei. Was wird geschossen? Halt eure Messer bereit. Schieß, so schnell wie du kannst. Na geh, Alter. Dein Scheiße ernst. Fick dich. Wie kann man nur so ein scheiß verficktes Glück haben? Oh, jetzt aber ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell, Alter. Haverer, Haverer, Haverer. Ah ja, das sollte ich vielleicht auch ab und zu mal aktivieren. Ja. Ja, das kann ab und zu hinkommen. Das war wieder viel zu früh. Das war wieder viel zu früh. Das war wieder viel zu früh. Das ist wieder viel zu spät. Viel zu spät, viel zu früh. Nee, das. Oh, es wäre es aber eigentlich gewesen. Das wäre es jetzt gewesen. Gib ihm. Ah, der hintere wüsst unbedingt. Passt, kein Problem, Digi. Alter, ich bin ja schwer beschäftigt mit 100.000 Taschenkörper da, Alter. Das ist auch ein Wahnsinn, die Wichser. Wie soll ich dir helfen da, wenn ich die ganze Zeit da herumdrücken muss, wie ein Wahnsinniger? Das ist ein Witz. Wie oft noch, Alter? Ja, ich merke eh, dass da was ist. Ich kann halt nur. Kann nicht öfters das wieder da drauf drucken. Geschissen, oder? Ah, okay, du willst, dass ich die Hitten da mal machen, lieben, gern. Ja, schaut gut aus. Ah, schon wieder unsere Rakete, na gut. Von wo, Alter? Von wo? Ich würde gerne mal den Breda die ganze Zeit mal machen. So sieht's aus. Wenn man dachte, ich schieße einfach mal. Du sagst mir tut und tut, ich schieß. Ich einfach schießen. Oh, von der Seite. Na gut. Aber vielleicht haben wir den Depperten, der was immer mit dem Raketenwerfer auf mich schießt. Vielleicht haben wir ihn jetzt. Vielleicht haben wir ihn. Scheiß Pisser. Nehmen wir einmal. Passt sehr gut.
Passt sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, einmal. Alter, lutsch meinen Schwanz, Alter. Fick dich. Also ja, das hätte ich auch noch machen sollen. Ich konzentriere mich da die ganze Zeit auf die scheiß Wichser. Nein, einmal an habe ich getroffen. Nein, einmal an. Ich glaube, die müssen die Brücke überqueren oder so, keine Ahnung. Ich drücke drauf! Ich kann nicht mehr als wir runterdrücken, was der auch noch von mir verlangt. Scheiß Missgeburt. Boah! Iggy, boah! Scheiß Arschloch-Futtrexer! Bist du deppert! Leg mich am Arsch! Wo fährt der jetzt schon wieder hier, oder? Der fährt mit der Kirche ums Kreuz! Was ist denn ab? Das wäre jetzt extrem knapp. Also Bodenteam. Ihr wollt schon schießen! Da unten ist irgend so ein Pisser oder so. Ja, haben wir ja, na schau. So ein Wichser, Alter. So, und der da so hin? Wie sie? Geht mit der dorthin? Ich muss dennoch sagen, ich würde es definitiv geiler finden, wenn wir da unten gewesen wären. Aber na gut. Auf die Knie. Und, Karreempfang? Kristallklar. Alles klar. Okay, wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür wissen. Da haben wir einen Nerv getroffen. Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares. Ich arbeite daran. Moment. General, lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber... Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn, das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. Ich setze sowieso die größten Vollidioten, das war ja von Anfang an klar. Das hat steppert, Alter. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Nicht, dass da wenigstens einer da ein bisschen kurz dabei nachtaucht hat.